Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute haben wir ein ganz besonderes Video am Start. Und zwar haben wir heute ein Search in Discard mit dem lieben Chris am Start. Ja, einen wunderschönen guten Tag, David, ja, und an deine Community einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier heute zusammengefunden haben, um dieses Video aufzunehmen. Wir kennen uns ja wirklich schon seit Ewigkeiten, haben es nie geschafft. Dann haben wir noch zwei unterschiedliche Konsolen. Jetzt haben wir uns entschieden, den Search in Discard aufzunehmen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ding ausgehen wird. Genau, ich bin auch sehr gespannt und ich stelle hier nochmal ein bisschen um, weil es ist auch ein bisschen risky, was ich da habe. So. Okay, ich lasse das jetzt so und ja, grundsätzlich, wir haben beim Chris halt auch eine Folge aufgenommen. Natürlich abchecken, unbedingt Abo und Like da lassen, ganz, ganz wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir eigentlich rein, ohne lange herumzureden, oder? Ja, da können wir gerne reinstarten, ich bin bereit. Und weil du der Gast bist, kannst du natürlich beginnen, bei mir einen Spieler rauszupicken. Okay, ich fange direkt mal an mit dem ersten Spieler und ich werde den linken zentralen Mittelfeldspieler nehmen. Okay, den kannst du gerne haben. Das ist zum Glück ein Silberspieler, Ortola. Und mir fällt gerade auf, irgendwie so, ich denke mir die ganze Zeit so, irgendwas ist da falsch. Und mein Ventilator ist noch an. Optimal, ist jetzt aus. Okay, gut, den linken ZM, den stoße ich ab, perfekt. Dann kommen wir zu deinem und da, schau, man kann es so machen, man nimmt immer die Spieler, die du nimmst oder auch nicht, man nimmt irgendwelche rein. Aha. Ich nehme jetzt einfach mal ganz klassisch deinen Torhüter. Okay, ja, da bin ich zum Glück gut, denn das ist Räder, ja, auch er kann abgestoßen werden. Kein irgendwelche Special-Karten, weil mir geht es ja um zwei richtig böse SBC-Karten, böse Champions-Karte, die will ich nicht wirklich abstoßen. Deswegen mache ich direkt mal weiter mit dem zweiten Spieler bei dir und dann nehme ich einfach mal den mittleren Innenverteidiger. Den kannst du auch gerne haben, ist ein Franzose, 68er Rating, der kann gehen. Und ja, wir können ja nochmal kurz sagen, welche Spieler wir hier genau haben. Ich habe Keane, Fazio und Bodebu. Ja, und bei mir ist es Triussi für Champions-Karte, dazu noch De Rossi und Fekir als SBC-Karte. Genau, also alles auf jeden Fall krasse Sachen. Und dann kommen wir auch schon, würde ich sagen, zu deinem zweiten Spieler. Und da hätte ich jetzt wirklich so ganz, ganz gerne, so richtig gerne deinen rechten Außenverteidiger. Okay, sehr, sehr gerne. Das ist Lienhardt. Ja, Lienhardt, 102 Münzen, schnell verkauft. Ist auf das jeden ist ein Fall Österreicher, weg. Oder? Ist ein Österreicher. Genau, das ist ein Österreicher. Ja. Ich denke, das hört man auch direkt am Namen, ja, dass das ein Österreicher ist, das stimmt schon. Und ja, dein Landsmann sozusagen. Ja. jetzt kommen wir weiter zur dritten Position. Ich bin gespannt und ich nehme einfach mal deinen linken Stürmer. Ich habe wieder Glück, es ist Malonga, 86 Tempo, sieht eigentlich ziemlich sick aus, ich schaue mal kurz, ob der Skills hat, nein, zwei Sterne Skills, okay. Schade, unbrauchbar. Unbrauchbar, muss man einfach so sagen, der kann gehen, der ist weg und ja, ich bin gespannt, ob ich jetzt endlich einen treffe, zwei Versuche hatte ich schon, habe noch nichts getroffen, deswegen, alle guten Dinge sind drei und das wird jetzt einfach mal ein Treffer, ganz easy und zwar wird das der rechte Innenverteidiger. Oh nein, du triffst den ersten und damit direkt De Rossi SBC-Karte. Holy shit. Den es ja gerade auch als Leihversion, glaube ich, gibt. Und, genau, ich hab's mir gerade gedacht. 192 Spiele, 8 Tore, 19 Torvorlagen. Der Typ ist nicht schlecht, also für alle, die noch einen guten ZDM suchen, holt euch den Info. De Rossis musste weg. Ja. Ah, du tust mir leid. Naja, würde ich jetzt auch sagen, ja. Und da muss ich natürlich direkt nachziehen. Und deswegen nehme ich einen Außenverteidiger, und zwar deinen linken. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich hatte kurz Herzflattern, aber es ist Gustafsson, der Schwede, der kann gerne gehen. Schade. Okay. Gut, dann nehme ich bei dir, weil du ja in der rechten Innenverteidigung einen hattest, hast du natürlich in der mittleren Innenverteidigung auch einen. In der mittleren Innenverteidigung? Nein, da spielt Camporese. Der darf sehr, sehr gerne weg. Ja. Schade. Sehr gut, ja. Damit bleibt es weiterhin beim 3:2 nach Runde Nummer 4 und Runde Nummer 5 läute ich mit dem rechten Außenverteidiger ein. Ja, da habe ich dich nämlich ein bisschen in die Irre geführt und zwar ist das wieder ein Silberspieler.
Nein, ich dachte, das hast du nicht mit Absicht gemacht. Ja, es war schon ein bisschen tricky jetzt gerade. Na klar. Bisschen tricksen ist erlaubt, also es war jetzt nicht wirklich. Leider, leider, das stimmt. Oh, krass, aber ich habe echt nur noch, ich habe nur noch 6 Spieler und du hast noch keinen gehittet. Das ist mal wieder eine Katastrophe, ja. Das ist krass eigentlich. Und ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu deinem nächsten Spieler. Du hast noch 7 Stück, 2 Special Cards und so, weißt du, so der Spielmacher so. Das ist ja eigentlich der ZOM, gell? Ja. Ja, egal, ich nehme den jetzt einfach. Keine Ahnung, auf was ich hinaus will, ich nehme den einfach. Ja, damit triffst du nur Rubio. Auch der darf sehr, sehr gerne weg. Ja, freut mich, gut gemacht. Sehr schön. So, schade. Jetzt wird's langsam. Also ich habe jetzt hier noch eine schöne Achse stehen. Ja, Innenverteidiger, Torhüter. Aber ich denke mal, den ZOM, den werde ich jetzt auch einfach mal nehmen. Okay, du triffst auch den ersten, aber auch den schlechtesten. Ah, schade. Den kannst du dir holen für 30.000. Das ist Fazio mit 40 Tempo. Gut. Ja, den braucht man nicht unbedingt. Ne? Tut ein bisschen weh, aber muss ich ganz ehrlich sagen, den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. 88er Foot Champions Fazio. Wobei, man hätte ihn natürlich für SBCs gut nehmen können. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber jetzt ist er natürlich weg. Und dann kommen wir zu deinem nächsten Spieler. Und ich muss mich langsam ein bisschen beeilen, weil sonst habe ich wieder ein Problem, weil du ja den ersten Schuss gemacht hast. Sonst wird es kritisch am Ende für mich. Und deswegen nehme ich da jetzt ganz klassisch, ich weiß nicht, hast du in der Verteidigung noch einen stehen? Warte mal, die beiden Außenverteidiger habe ich schon, oder? Du hast den rechten Außenverteidiger, den linken noch nicht. Okay, der linke steht noch. Dann ja, dann hätte ich gerne deinen linken Innenverteidiger. Okay, sehr gute Wahl für dich, ja. Modica darf sehr gerne weg, der Dresdner ist auf jeden Fall jetzt abgestoßen und damit sieht das schon mal nicht ganz so schlecht aus. 5 Spieler noch verbleiben, geht noch 2 übrig und ich nehme einfach mal den rechten Innenverteidiger. Es ist ein Brasilianer und zwar Bernardo. Ah. Glück gehabt. Ey, krass, krass, krass. Die Spannung ist extrem hoch gerade. Oh ja, oh ja. Also es wird langsam. Ne? Irgendwann müssen wir es ja treffen. Ja, du sagst es. Ich habe 5 Spieler noch bei dir und jetzt muss ich langsam einen treffen. Die Wahrscheinlichkeit wird immer höher und es wird jetzt, ich weiß nicht, ob du in der Verteidigung noch einen stehen hast und du wirst jetzt irgendwas in die Kamera zeigen. Entweder so, haha, ich habe einen stehen, der nimmt ihn nicht oder scheiße, vielleicht nimmt er ihn und ich nehme ihn einfach. Linker Außenverteidiger. Nein. Ja. Yes. Ah, es ist Fekir. Oh shit, das ist der zweitbeste oder beste. Ja, der war auf jeden Fall der teuerste. Einer meiner Lieblings-ZOMs, den ich mal gespielt habe. Und leider, leider muss er jetzt gehen. Oh mein Gott, das ist böse. Beide SBC-Karten zu verlieren ist echt heftig. Das ist echt heftig, weil vor allem Feke ist auch so eine kranke Karte im Spiel. Ja, ist halt echt so. Und dann noch als SPC-Karte, die kommt so schnell nicht wieder in FIFA 17, ja. Aber naja, muss man durch als durch. Und deswegen zappe ich nicht lange, fackel ich nicht lange. Und zwar nehme ich bei dir den Torhüter. Es war so klar, ich habe es gewusst, dass du Torhüter sagst. Und der kann gehen. Es ist ein Silberspieler. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Du hast 3 Spieler jetzt noch übrig und 2 davon sind Special. Das kann nicht wahr sein, ey. Genau, ich muss jetzt echt schauen, dass ich diese 25%ige Chance bei dir nutze, damit ich auf jeden Fall gesaved bin. Und da muss ich jetzt kurz nochmal, wie jedes Mal eigentlich, so meine physikalischen Berechnungen jetzt hier abschließen. Ja, klar, klar, das ist wichtig. Ja, so, da rechne ich mir das jetzt hier aus kurz. Du hast ja noch den linken Stürmer, den rechten Stürmer, den linken ZM und den rechten ZM. Und ich frage dich jetzt einfach mal ganz kurz, ja. So, wie ist dein rechter Stürmer so? Wie ist der so? Ja, der sieht knackig aus, ne? Knackig? Ja, ja, aber der linke Stürmer und der linke ZM und der rechte ZM sehen auch knackig aus. Okay, aber ich nehme deinen rechten Stürmer, bitte. Ach, ist das eine Farce, wirklich? Das kann doch nicht wahr sein! Das yes! Kann doch nicht wahr sein! Oh mein Gott. Nein, warum rechts? Nimm doch links. Willst du es wirklich nochmal überlegen? Nimm mal links. Also entweder du verarschst mich jetzt und es steht wirklich links ein, aber ich bleib safe, ich nehme den rechts. Ah, dann hast du alle 3 getroffen. Das ist belastend. Ja, Triussi kommt auch noch weg. Oh mein Gott, das ganze Ding verliere ich 3-1. Das kann nicht wahr sein. Ja.
Das kann nicht wahr sein. Krass. David, was stellst du mit mir an, ey? Ja, was stellst du mit mir an, ist die Frage, denn es gibt natürlich auch eine Rückrunde und seid gespannt, wie es dort ausgegangen ist. Das ist, ich würde mal sagen, ziemlich schnell gegangen. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich überraschend, ja. Es war sehr, sehr überraschend und einer von uns hat da optimal gesniped, würde ich jetzt mal sagen. Ja, sehe ich genauso. Wo standen deine anderen beiden Spieler? Der eine, der Keen, stand linker Innenverteidiger. Mhm. Und der Bodebu rechts ZM. Ah, das ist belastend. Ja, das ist belastend. Was hättest du als nächstes genommen? Ja, das weiß ich nicht. Ich denke, ich hätte zwischen Stürmer und ZM entschieden. Okay, cool. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es jetzt auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Checkt die Folge beim Chris ab. Die war wirklich, sie war spektakulär, oder? Die war spektakulär, muss man sagen. Genau, und ja, Freunde, dann würde ich sagen, ja, ich bedanke mich hier fürs Zusehen. Ja, falls ihr das öfter sehen wollt, lasst es mich einfach wissen und ich überlasse dem Chris natürlich das Schlusswort, weil er ja natürlich der Gast ist. Ah, das ist sehr, sehr lieb. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Aufnahme. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr das öfter sehen wollt, wie natürlich David gesagt hat, eskaliert mit dem Daumen nach oben. Schreibt einfach mal einen Hashtag, was kann man denn? Smaxy Allstar? Smaxy Allstar, Hashtag Smaxy Allstar. Hashtag Smaxy Allstar. Ja, ja, für weitere Videos mit uns beiden. Ja, wir haben Bock, ja, und da wir ja zwei Trading Kings sind, vielleicht kommt ja auch mal was zusammen, was mit Trading zu tun hat. Ich denke, das freut euch natürlich auch. Und sonst gibt es nichts weiter zu sagen, wenn wir smart und sexy bleiben. Und ja, wir sind raus. Ja, tschüssi. Und ciao, Papa. Servus. Wir sehen uns, hoffentlich. Wir sehen uns. Hoffentlich. Tschüss, Papa. Ciao.